Spuren von Ernst Heiniger gibt es wenige. Einem größeren Publikum bekannt wurde er an der Expo 64 in Lausanne durch einen spektakulären 360-Grad-Film, der die Zuschauer zum Mittelpunkt machte, gedreht im Auftrag der SBB. Das 9-Kamerasystem wurde waghalsig auf alle möglichen Gefährte montiert. Der Film wurde zum Publikumsmagnet. Ursprünglich war Heiniger Fotograf. Der Bauernbub machte sich bereits mit 19 selbstständig. Der Einzelgänger und Berggänger stieg schnell auf, hatte ein Gespür für Bildästhetik. Also Anfang der 30er Jahre ist der Ernst Heiniger ein Pionier in den Bereich Neues Sehen, in der sachlichen, neusachlichen Fotografie, die in dieser Zeit so ein bisschen ein Standard war in der Schweiz. Es war auch die Fotografie, die ihn zu den Oscars brachte. Oder besser zu Walt Disney, der die Weltausstellung für Fotografie 1952 in Luzern besuchte, an der auch Heiniger ausstellte. Er hat sofort gesehen, der kann etwas, der weiß etwas, ist ein super Fotograf, wagt sich da auf die Schneewehen auf und so Sachen. Ich habe dann gesagt zu ihm, Sie können bei mir Film machen. Das machte er, freundete sich mit Walt Disney an, lernte bei der Disney Company seine Frau Jean kennen, mit der er von nun an die Welt bereiste und Filme drehte. Zwei davon, Armor Girls und Grand Canyon, gewannen 1959 einen Oscar. Zwischen den USA und der Schweiz verlieren sich Heinigers Spuren. An sein Material, an seine Filme zu kommen, ist nicht leicht. Auf Umwegen ist sein Erbe, über zwei Jahrzehnte nach seinem Tod, zur Fotostiftung Schweiz gekommen, die lange dafür gekämpft hat. Hier wird es nun sorgfältig aufgearbeitet. Eine Ausstellung ist in Planung.